Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Star Send. Heute dachte ich mir, dass wir mal wieder hochgucken, das zweite Mal jetzt, zu dieser Hanfplantage. Vorher möchte ich aber gerne was machen. Und zwar habe ich schon was vorbereitet. Ich habe hier diese Köstlichkeiten gecraftet und ich würde die gerne mal kochen, um zu gucken, was sie da wirklich so ein bisschen machen. Weil ich sehe jetzt hier jetzt noch keine Werte. Das da, warte mal, und das da müssen wir. Haben wir überlebt? 44. Wie super. das da müssen wir nicht kochen. Das ist ein Fruchtsalat. Aber wir haben ja hier unseren schönen. Kannst du das mal aus der Hand nehmen? Ich habe nichts da unten. Kannst du mal das da hoch machen? So. Wir haben hier unseren schönen Ofen. Und ich glaube, ich. Weiß nicht, wie das Kochen funktioniert. Hier haben wir einen Fleischeintopf mit Datteln. Ah, okay. Das da war dieses Gebräu. Ich weiß nicht, gegen was, für was das ist. Ich würde es aber auch mal kochen, wenn es geht. Perfekt. Vielleicht ist es ja irgendwie so Heilung oder so. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das da stellt bis zu 25 Gesundheit wieder her und bis zu 100 Hunger. Ist eigentlich ganz okay. Dafür braucht man, glaube ich, Mango und Bananen. Ja, und halt diesen Lehmtopf. Ich weiß halt nur nicht, ob man, wenn man so ein Ding jetzt halt schnabuliert, ob man diesen Lehmtopf wieder bekommt. Einerseits wäre es cool. Andererseits wäre dann das Inventar wieder voll, weil ich meine, das stackt zwar, aber das wäre jetzt, wenn ich eine, keine Ahnung, Mango esse oder so, dann wäre die Mango weg und ich würde nichts übrig haben. Und wenn ich so ein Ding esse, dann bleibt eine Lehmschüssel übrig, die wieder ins Slot und belegt. Da weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Oh, bis zu 50 Gesundheit, warte mal kurz. Bis zu 50 Gesundheit, 40 und 50 Gesundheit. Und ein kleines bisschen Durst. Das war jetzt das war dieses Fleischzeug, ne? Nee, das da war das Fleischzeug. Und das da war das da. Dieses ein Gebräu. Also der da stellt überwiegend Hunger wieder her. Der stellt auch Hunger wieder her. Das da stellt auf jeden Fall einigermaßen gut Leben her. Also das ist schon mal echt gut. Aus was wurde das jetzt nochmal gemacht? Giftsack und Kokosnussfruchtfleisch. Könnten wir eigentlich noch ein paar machen? Wir haben viele Giftsäcke. Aber Kokosnussfruchtfleisch. Das müsste ich mir so aufheben. Das habe ich jetzt nicht hier, weil wenn ich eine Kokosnuss habe. Habe ich mir jetzt halt angewöhnt, dann trinke ich immer das Wasser und dann kannst du es sehr klein hacken. Und so wäre das Kokoswasser verschwendet. Deswegen nehme ich jetzt halt die mit, falls ich mal Durst habe, dann kann ich die da auch essen. Aber von denen kann man in der Tat ein paar machen. Das war dieses Pilzzeug. Ein bisschen Gesundheit, bis zu 70 Hunger und bis zu 30 Durst. Also beides ein bisschen. Überwiegend auch Hunger. Und was macht das? Ein bisschen Durst. Hunger schon ganz ordentlich. Also die stellen alle um die gleiche Gesundheit wieder her. Und bis auf das da halt, ne? Da sieht die Schale auch ein bisschen anders aus. Aber sie verfallen nicht so, wie ich das sehe. Was stand da? Diese süße und saftige Fruchtmischung liefert zusätzliche Energie. Ein warmes Gericht, süß und von gallertartiger Konsistenz, reich an Proteinen. Eine außerirdische Pilzsuppe schmeckt kräftig und liefert eine große Menge an Energie. Beseitigt ein Gift. Okay. Eine einfache, aber energiereiche Gemüsebrühe. Nimm mal das da raus, das muss nicht unnötig verbrennen. Okay. Das war hier vorne. Okay, ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich lasse die erstmal. Was soll ich sie mitnehmen?
Wir haben auch gar keinen Platz mehr, wo ich die einlagern könnte. Warte mal kurz. Wieso haben wir von denen... Kann den roh konsumieren. Warte, ich will mal kurz... Jetzt habe ich das wieder reingelegt. Geht auch... Ich öffne immer die falsche. Komm mal nochmal mit. Ich will gucken, wie viel das da macht, wenn es gekocht ist. Sollte man das da hier hochlegen? Das da lege ich mal hier runter. Und ich überlege gerade, welchen mitnehmen. Dass ich in das da brauche, mit dem Gift, glaube ich, nicht. Gesundheit, 80 Hunger. 100 Hunger. Das ist dieser Fruchtsalat, den wir nicht gekocht haben. Ich werde wahrscheinlich so schreien, weil ich den Platz leer habe wegen den Schüsseln, aber ich nehme die da jetzt mal mit, um zu gucken. Ja, wenigstens decken kann. Aber das dauert noch ewig. Ach ja, und was ich getestet habe, es war so eine kleine Welle Würmer da, aber da war ich noch nicht fertig, deswegen, das waren nur zwei Würmer, deswegen habe ich jetzt nicht extra das Ding angemacht, weil die sind jetzt halt gerade voll und ich habe sie nicht geleert. Zeig's euch gleich, warte. Ich habe da vorne so einen Geschützturm hingestellt, weil ich den mal testen wollte. Ich hatte zuerst einen Geschützturm hier stehen, also wo kein Wasser ist, hier. Und hab's getestet und dann habe ich ihn da hingestellt, einfach weil der Platz schöner ist. Aber hier war ich und dann kam so eine Welle. Und wenn du oben stehst bei dem Turm, verkriechen die sich. Das heißt, du kannst, wenn du oben stehst, nicht auf diese Würmer schießen. Dann frage ich mich, wozu ist dieser Turm da? Weil ansonsten hast du ja keine Feinde, außer vielleicht Hyänen und so ein Zeug. Aber ich meine, der markiert hier zwar, ne? Also den könnte ich vielleicht irgendwo hinstellen, vielleicht an diesen komischen Pöppels oder so. Ich habe ein paar gemacht, ich habe sie in meinen Kamel rein. Eventuell ging das hier nicht, weil ich halt an so einem Spot bin. Keine Ahnung. Aber es fand ich schon komisch. Und weil er hier nicht schön aussieht, habe ich ihn dann hier hingestellt. Also ich habe den nochmal gemacht und habe den dann an einen schönen Spot gestellt, in das wenigstens hier einer steht. Selbst wenn er nicht funktioniert oder so. Vielleicht kann man da Krokodile oder so töten, keine Ahnung. Wir haben 29 Pfeile. Irgendein Pfeil habe ich... Weiß nicht. Irgendwo liegt bestimmt irgendwo ein Pfeil. So. Hier. Und jetzt halt nimm mal das da wieder mit raus. Sonst ist... Jetzt guck mal kurz. Der stellt bis zu 45 Hunger wieder her. Ja, 10 mehr ungefähr. Das ist okay. Ich weiß nicht, ob man den roh zu irgendwas braucht. Lädt es aber jetzt halt auch mal mit hier rein. Nervt mich jetzt, dass da unten Platz frei ist. Weißt du was? Wir lassen... Ach nee, wir nehmen den. Kreis. Mir auch Bananen dabei. Bananen habe ich überwiegend dabei für meine Kamele. Weil ich gerne, wenn ich in das gleiche Schlamassel kommen würde, möchte wie letztens. Aber ich speichere nochmal. Ich glaube, das mit dem Dino hat sich jetzt gelegt. Zumindest läuft er nicht mehr weg. Also der folgt mir gerade nicht. Sieht's denn bei euch aus mit dem Futter? Das ist okay. Hier habe ich das beiden drin. Du bist ein Trampeltier. Du bist auch okay. Da habe ich nichts drin. Du bist Dino. Kamal. Ist auch okay. Der hat das Zeug, wie gesagt, drin. Und du bist ein Dino. Da ist alles okay. Ich glaube, das hat sich gelegt. Ich habe nichts gemacht. Vielleicht brauchte der wirklich mal einen Neustart oder so. Aber scheint okay zu sein. Ich habe mir auch überlegt, ob ich wirklich mit den vier los will. Weiß aber nicht, wie viel Loot da oben ist. Ich glaube, ich möchte schon mit den vier losgehen. Habe ich denn alles dabei? Ich
Also ich habe für Wasser den Schlauch dabei und diese Kokosnüsse. 15 Stück. Das sollte eventuell reichen. Weiß ich nicht. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich einen zweiten Schlauch mitnehmen soll. Und mein Kopf sagt dauernd ja, aber ich kann es halt echt nicht einschätzen. Ich habe wegen dem letzten Zeug so viel. Nimm nichts mit. Wir gehen jetzt. Soll ich nochmal speichern? Nee, speichere nicht. Doch, ich speichere nochmal. Sicher ist sicher. Kommt bestimmt wieder oben an, wenn es Nacht ist. Oder es kommt ein Erdbeben. Warte, nicht hinlegen. Also ich habe 30 Bananen dabei. Die sollten reichen. Ich habe Kamelen. Jetzt müsste ich die anderen. Düdüt. Kommen die an. Wieso sage ich überhaupt noch was? Okay, aber wenn sie jetzt kommen, dann kommen sie nachher nicht. Das ist doch gut, oder? Hey, du hast mich runtergeworfen. Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. Dann Dino, bleib bitte hier. Ich habe dich gerade so gelobt. Bist du Dino? Bleib bitte hier. Ich habe dich gerade gelobt, dass du wieder normal bist. So. Wuhu. Wir warten jetzt. Ich habe das Spiel auch jetzt nochmal neu gestartet. Wir können ja mal gucken. Wir können ja hochgehen. Wir können ja mal hochgehen und ich gucke mal, obwohl. Ich meine, hier müssten sie hinkommen. Die kommen sogar hier durch dieses flache Wasser. Aber wir können ja mal gucken. 3, 4, 5. Hilfe. Warte. Ich habe Angst, dass ich. Guck. Was macht man jetzt? So, ich musste kurz Pause machen. Es hat an der Tür geklingelt. Ja, wie gesagt, die sind weg. Und so war es vorhin auch. Und ich. Also, wir können auch für immer hier stehen bleiben und uns sofort bewegen, indem wir immer solche Türmchen platzieren. Also ich habe echt. Bekomme ich Schaden, wenn ich runterspringe? Häng ich? Ich muss hier runterspringen? Au! Nein. Also, ja, wie gesagt, keine Ahnung. Jetzt kommen sie wieder. Oh, 5 Stück. Wir müssen Wassergaming machen, aber Wassergaming impliziert auch Krokodile. Wollt ihr mal hierher kommen? Ich habe auch übrigens mal den Speer getestet. Und der ist schon gut. Aber nicht, wenn du so viel auf einmal hast. Also, die gehen leichter down, ja. Aber du bist viel langsamer mit dem Stechen. Wenn ich einen hab, geht's. Kannst halt auch nicht blocken, ne? Und der macht nur Schaden, wenn du hier so ein rotes Zeichen hast. Ich habe zwar jetzt halt Verbände mal mitgenommen. Der ist halt so langsam, ne? Der ist echt so langsam, der Speer. Das ist nicht. Ich meine, wie gesagt, die anderen sind auch nicht wesentlich schneller. Aber. Da ist auch noch so ein Ding. Also, wenn du immer so Heildinger dabei hast, dann geht es schon. Schlimme ist halt, wenn du einfach mehrere hast. Du kannst ja weder auch mehrere gleichzeitig einstechen noch schießen. Geht dir einfach im Gesicht hin. Einen habe ich noch, oder? Sind es 3? Das sind 3. Okay, wir haben. Waren es 6 Stück? 1, 2, 3. Das waren 6 Stück, um Gottes Willen. Also das Spiel ist schon okayisch. Er ist halt auch langsam. Ich weiß es nicht. Viele sind halt immer doof. Also, es gibt da später auch, so wie ich das gesehen habe, in diesen Forscher-Dingens, diese Bomben. Eventuell sind ja die cool, wenn mehrere trifft. Nur ich weiß noch nicht, wie viel Schaden die machen. Habe ich die jetzt ja gelootet? Ja, ne? Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden die machen. Oh, die werde ich nicht kriegen, alle wahrscheinlich.
Irgendeinen kriege ich wahrscheinlich nicht. Warte mal, der liegt hier. Der untere fehlt mir, glaube ich. Was jetzt nicht so tragisch. Ich meine, ich habe. Nee, ich kriege ihn sogar. Aua. Oh, jetzt habe ich nur noch. Ey, hoffentlich. Ich meine, durch meinen letzten Dings habe ich ja gelernt, man kann den sehr gut davon rennen mit. Braucht man zu den Verbänden eigentlich dieses tierische Fett, oder? Mit den Kamelen. War das Leder? Nee, ich bin in der falschen Kiste. Tuch und tierisches Fett. Habe ich das Fett oder habe ich die? Ich habe die Steaks. Tuch. Ich habe die Steaks genommen. Sieht aber auch gleich aus. Machen noch, keine Ahnung. Dann haben wir 12. Passt es? Sehr gut. Ich weiß gar nicht, auf was der stackt. Ach, das ist zu essen. Kannst du auch. Oh, das macht halbes Ding voll. Wie cool ist das denn? Soll ich das vielleicht durchlaufen lassen? Wohl. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Habe ich 100? Sind es immer 100 Leben? Und ich weiß es gar nicht. Warte mal. Lass mich mal hier voll dingsen. Haben wir Krokodile eigentlich essen? Ein Krokodileier? Roh? Nee, ich glaube roh nicht, ne? Oh, guck mal, hier gibt es Bananas schon wieder, die sie nachts spawnen. Hier drüben ist immer auch ein Bananenstrauch, aber ich bin immer zu voll, da rüber zu laufen. Hier war doch ein Ananas. Du bist noch nicht nachgewachsen? Oh. Why? Ich hoffe immer noch, wenn ich eine Ananas esse. Achso, die ist nur nachgewachsen. Ja. Dass noch ein Samen rauskommt. Boah, die essen echt viele Mangos. So, wollen wir. Ich habe noch keine Tür drin übrigens. Die kommt noch. Zweiter Versuch. Seid ihr alle vollgefuttert? Ach, nicht so, aber. Ich kann euch ja unterwegs füttern, wenn ich. Na, ich fütter sie lieber jetzt noch. Egal, wie voll sie sind, ich fütter die jetzt. Ich will nicht wieder so ein Heckmeck haben. Hallo? Da nehme ich jetzt den vollen Stack. Und wo ist mein Kamel? Düdüd. Zweiter Versuch. Jetzt kann nur noch ein Sandsturm kommen. So. Und wo gehen wir jetzt hin? Erstmal nach Norden, würde ich sagen. Richtung Norden. Ich hab grad mein Wasser gesehen und dachte mir so, soll ich noch mal trinken? Aber nee, ich möchte gerne immer rückwärts gucken, aber ich kann nicht rückwärts gucken. Du kannst es nur, wenn du so ein bisschen seitlich läufst. Nach Norden, haben wir gesagt, ne? Und dann müssen wir ein bisschen, obwohl, komm. Ich glaube, ich kenne die Ecke da oben schon jetzt so gut, dass ich mich nie mehr verlaufen werde. Wenn es diesen Bergpass darin da geht. Ich nenne es immer einen Bergpass, also zwischen diesen beiden Hügeln. Es gibt den Graben links. Und dann in der Mitte und ein bisschen rechts dann diese zwei Pässe, sage ich jetzt mal, wo ich immer runter bin. Zwischen diesen Bergen. Und ich glaube, wir können jetzt halt auch von vorne hinlaufen, wenn ich den Weg finde. Ich muss halt erstmal zu diesen Pässen kommen. Dann finde ich den Weg. Wenn ich mal da bin, finde ich ihn. Nur ich muss da erstmal hinkommen. Hallo. Hier ist unsere Oase. Kann ich schon ein bisschen schräg laufen. Da habe ich übrigens ein bisschen Zeug rübergelagert. Da war ich letztens nochmal da und habe ein bisschen Zeug geholt. Da können wir eventuell Mango und so mitnehmen. Das müsste nachgewachsen sein. Ich muss aber kurz ein bisschen warten. Stamina und meine Tierchen. Die Kamele kommen schon. Lüsen. So. Da wir aber jetzt erst hochlaufen, weiß ich nicht, ob wir das in dieser Folge sehen werden. Die Hanfplantage. Wir hatten sie ja schon mal kurz gesehen. Wir haben ja auch schon das Artefakt und so und haben einen Screenshot von der Map gemacht. Ich konnte sie mir aber noch nicht wirklich angucken. Weil wegen, ihr wisst ja. So, kommen meine Trampels. Meine Tramples. Ich nehme hier kurz ein bisschen. Oh Gott. Die arme Antilope. Ich tue dir nichts. Alles gut. Alles gut.
Kommt das da auch? Bist du Dino? Du bist bestimmt Dino, oder? Sehe ich das? Nee, du bist ein Trampeltier. Nörden. Also vor Sandstimmen braucht man eigentlich nicht so viel Schiss zu haben, weil du hast eigentlich genug Leben. Alles tickt langsam runter. Und trotzdem ist es nicht ratsam, in einen Sandsturm zu kommen. Da brauchst du nur noch von irgendwas anderem Schaden zu kriegen und das war's dann. Kommt ihr? Ich habe schon wieder vergessen, ob ich euch... Wo ist der Dritte? Ich dachte. Oh, die Sonne. So, wir gucken mal, ob ich den Weg finde gleich. Oder ob ich ein bisschen suchen muss. Diesen Durchgang. Noch sieht man ja nur im Horizont diese Streifen. Es ist halt immer ein recht langer Weg. Da ist erst die Pyramide. Ich sehe die Berge. Ich sehe sie momentan nur, wenn ich hier mit der Maus so nach. Wenn ich ein bisschen nach links gucke. Kommen so langsam. Die Berge wachsen. Sie werden immer größer. Oi, 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 oi. Okay, sieht falsch aus. Ich brauche Sonne. Danke, hör auf zu spielen. Aber hier sieht es nach einem Bergpass aus. Und so, meine lieben Kinder, wachsen Berge. Naja. Jetzt schon wieder fast halbes Wasser. Ja, ich bin ja auch mit ein bisschen Wasserding weggegangen. Ich weiß gerade nicht, welcher Pass denn das da ist, aber wir werden sehen. Ist ein Stein da hinten? Das ist der hügelige von beiden. Der hügelige. Seid ihr noch da? So dunkel. Aber das ist ja... Es ist echt schön, dass hier in der Wüste nicht stockenduster ist. Also hier in dem Spiel. Ich war nachts noch in keiner echten Wüste hier in Real Life. Und ich war überhaupt noch in keiner Wüste. Würde gerne mal. Ah, da war ich noch nicht. Deswegen kann ich da nicht mitreden. Boing. Was war das? Ich muss hier bei den Hügeln immer ein bisschen springen. Gott sei Dank kann das Kamel das. Oh, ich hätte so gerne Third Person. Ich möchte so gerne wissen, wie das aussieht. Wir laufen hier jetzt halt an Lehm und Metall vorbei. Ich weiß. Boing. Boing. Lass mal die Ausdauer aufladen. Aber warum kamen jetzt schon wieder so viele Würmer? Au, die Kakteen halten mich auf. Hilfe.
Wenn wir hier unterwegs sind, es kommen wieder so viele, dann laufen wir einfach so lange, bis wir an dem Wasser ankommen. Also ein Wasser, in dem wir auch kämpfen können. Ja. Wir hatten den rechten Weg. Den rechten Pass. Seid ihr noch da? Ich gucke immer ganz panisch dahin, wo die Meldungen kommen, wenn ein Tier Hunger hat. Da ist auch Metall. Hui. Wessel. Ist es, war noch auch Hyänen. Glaube ich. Irgendwo. Hier ist so rein gar nichts. Zeigen hier in den Ruinen irgendwas. Also es sind ja keine Ruinen an sich. Es ist einfach nur so. Sieht interessant aus. Ich finde es ja gut, dass man in dem Spiel vorwärts reiten kann und zur Seite schauen kann. Geht ja in manchen nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Hui. Ach ja, und ich habe übrigens gelernt in den letzten Folgen, wo ich da unterwegs war. Wenn ein Kamel stolpert und ein bisschen so einen Hügel runterjumpt, bekommst du ein kleines bisschen Schaden. Das Kamel weiß ich nicht. Du siehst ja keinen Lebensbalken. Du könntest es nur irgendwie sehen, wenn es dich verlässt oder so. Aber halt wieder in freier Wildbahn ist. Aber das weiß ich nicht. Aber du bekommst ein kleines bisschen Schaden. Aber es war nur ein kleiner Hubbel. Hübbel, hübbel. Vielleicht kommt es auch drauf an, welche Rüstung du anhast. Ich weiß es nicht. Guck mal. Hier hätten wir reingekönnt. Das war dieser mittlere. Hier sind auch wieder Hubbel. Jetzt ging es nicht. Aber dann auch immer. Ja, hier sind weiße. Hyänas. So, aber jetzt ist gerade im Dunkeln. Ich will nicht schlafen, weil dann kommen vielleicht wieder diese komischen Dinger. Ich denke immer, das sieht aus wie so Geysire, aber das sind einfach nur Steine. Habe ich letztens schon gedacht. Das ist da vorne auch, ne? Hier ist alles so untrocken. Es war doch mit Sicherheit mal irgendwas, oder? Auf jeden Fall ist da vorne bei diesem Dorf, das sah doch fast aus wie so ein See. Ich konnte mich auch letztens gar nicht auch auf dieses dritte Video konzentrieren von diesem Artefakt, weil ich einfach ständig im Hinterkopf hatte, oh, die Würmer kommen gleich. Wir schauen uns die drei nochmal schön hintereinander an, wenn wieder daheim sind oder so. Hier ist übrigens auch ein Lebensstein. Ich will jetzt erstmal reingehen. Oh, hier ist ein... Ah, du bist genau auf dem Skorpion stehen geblieben, weil du keine Ausdauer mehr hattest. Machen die dem Tier auch was? Hallo. Muss erstmal speichern. Und trinken. Sind sie da? Vielleicht geschoben? Ja, jetzt sind sie da. So. Speichern. Sehr schön. Was? Habt ihr Hunger? Warte! Einfach schon mal... Hallo? Achso, auf dir bin ich geritten. Du hast noch keinen Hunger? Das ist komisch. Müsstest du nicht mehr Hunger haben eigentlich?
kann ich ja, wenn ich dran denke, ich weiß es nicht, aber die kann ich ja mal da lassen. Wie viel stellt der her? Bis zu 2500 und der stellt aber 100 Hunger. Der stellt so gar keinen Hunger irgendwie. Ja, okay, dann lassen wir erstmal. Soll ich schlafen? So, ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich habe seit langem mal wieder einen Traum. Wahrscheinlich, weil ich schon ewig nicht mehr im Bett geschlafen habe daheim. Ach ja, ich kann bei mir daheim noch keinen zweiten Stock bauen, weil ich da ja mit einer Treppe hoch wollte. Aber diese Treppe, die kann ich momentan nur aus Holz bauen. Und ich möchte ja eine Lehmtreppe haben. Keine Holztreppe. Daher, folg mir mal bitte. Ich hoffe, es kommt nichts. Ich hoffe so sehr. Ich weiß nicht, was ich hier die Hand nehmen soll. Wieso gibt es keinen besseren Bogen eigentlich? Kommst du? Wir müssen ja vorne rein. Weißt du was? Wir reiten vor. Hier vorne ist ja der Eingang. Wisst ihr was? Kommt mal her. Und ihr? Der auch? Hallo? Hallo? Hier vorne ist der Eingang. Hier ist so eine Tür. Eine große Tür. Ach, hier ist wieder... Hier ist keine Wand, sondern das Gebäude, die... wie sagt man immer? Halt, diese Wand vom Gebäude ist größer wie das Gebäude selbst. Ich weiß nicht, kann... Ich da reinlaufen? Ich kann hinlaufen. Das Kamel könnte hier mit Sicherheit nicht herlaufen. Weil hier eine Wand ist. Irgendwie. Keine Ahnung. So. Gehen da jetzt rein. Ich durchsuche nochmal alles, weil ich nicht weiß, ob ich irgendwas übersehen habe. Hier war auf jeden Fall eine Kiste rechts. 45. Sag das nicht zu laut. Ich hätte nochmal speichern sollen. Wir haben vorhin gespeichert, als wir noch hinten waren. Alles gut. Komm, die in der Innenkammer mitnehmen. Wehe, jetzt kommt ein Erdbeben. Finde ich nicht gut. Weiß nicht, ob die Würmer hier reinkommen. Die kann man ja. Die kann man dann nachher auch mitnehmen, eigentlich, ne? Die kann man nachher fällen, alle. Die wachsen ja mit Sicherheit wieder. Ah, ich bin irgendwo. Da war ja diese Map. Wenn ich hier stehen bleibe und die Map. Bewundert, dann ist mit Sicherheit. Also, Start, Oase, 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 Start. Hä? Oase, Tempel, Oase. Oase, Tempel, Oase, Oase, Oase. Jetzt haben wir ja gesagt, die Seite haben wir schon so grob, oder? Dann kommt Oase, Oase, Tempel. Oase, Oase, Tempel. Oase, Tempel, Pyramide. Oase, Tempel, Pyramide. Das da waren ja nur zwei so Häuser-Dinger. So runde Dinger, oder? So runde Häuser. Das in der Mitte. Was ist das da? Was ist das da? Hier ist dieses komische Loch, oder? Da war das Loch. Und darunter ist was. Dann haben wir das und das.
Ja, genau, hier bin ich ja Rinder. Dann, was war das? Ja, doch, hier war diese Siedlung und hier sind wir jetzt. Hier ist das Tor, genau. Da sind wir durchgeritten. Da hinten ist irgendwo Wasser. Und hier war auch das kleine Dorf. Ja, genau. Hier geht das Rinder. Hier geht ein kleiner Weg durch. Und den hier sind wir Rinder. Oder sind wir den hier Rinder? Nee, den hier sind wir Rinder. Den sind wir zuerst Rinder, glaube ich, wo wir dieses Dorf gefunden haben. Ich will mich nicht so lange hier aufhalten, weil ich Angst habe, dass ein Erdbeben kommt. Wir gucken da jetzt hoch. Da bin ich das letzte Mal stehen geblieben. Ah, nicht hier runterfallen. Auf damit. Ich habe so Panik, dass was kommt. Weiß nicht, kommen die Würmer hier hoch? Diese blöde Truhe im Hintergrund. Ich denke mal, ich falle runter. Mann. Das ist nicht witzig. Hier gibt's. Oh Gott, hier kann man sicher verlaufen. Habe ich noch nicht geguckt. Kommt man da hoch? No. Also, weiß ich nicht, vielleicht. Da kommt man. Hier nicht. Nee, da oben auf keinen Fall. Und Stein. Liegt da was? Ne. Eieiei. Hier passiert. Hallo? Es ist schon. Das dachte ich, da oben steht jemand dabei. Es ist, glaube ich, nur ein. Ein Kaktus. Okay, also außer Hanf und ein paar Materialien. Gibt's hier, glaube ich, nichts, oder? Aber was ist das hier? Ach, das ist der Boden. War da drüben noch was? Nö. Okay, also Hanf und ein bisschen Materialien. Ich verstehe. Den Blueprint hatten wir hier nicht, ne? Das letzte Mal rausgeholt. Glaube nicht. Habe ich ein Inventar? Ja, wir bauen erstmal ab. Jetzt sagen wir ja, roden das jetzt mal. Ich weiß nicht, ich lasse die erstmal liegen. Hallo, ich brauche Kanapa-Pflanze hier so. Ich brauche diese bis dato echt noch nicht. Und wenn, dann spawnt es ja bestimmt nach hier, oder? Es sind halt so viele, die verstopfen so mein Inventar. Und wenn, dann weiß ich ja, wo es gibt. Halt, die hier nachspawnen. Dann haben wir ja auch daheim welche. Oder wir haben Pech gehabt. Aber Tücher sind auf jeden Fall wichtig. Es kommt bestimmt gleich ein Erdbeben. Was war das gerade? Ich dachte, ich hätte einen Skorpion gesehen. Aber uns fehlen doch noch so viele Blueprints. Sind die alle
Also laut Karte waren wir ja jetzt halt fast überall, ne? Sind die alle in der Pyramide? Und dieses Pulverfass, oder was wir brauchen, haben wir auch noch nicht gefunden. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir zuerst die rechte Seite der Pyramide machen müssen, wo wir Metallbarren gebraucht haben. Und wir da dann irgendwo das Rezept finden für dieses Pulverzeug. Anders kann es ja gar nicht sein, oder? Wollen wir schon wieder lange, oder? Ich will gar nicht hingucken. Ich will gar nicht hingucken. Ja, 42 Minuten, das ist okay. Ich rode das jetzt hier noch schnell. Ich meine, wir können ja das nächste Mal Metallbarren packen und in die Pyramide gehen. Und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Auf der einen Seite. Aber was willst du denn mit einem Metallbarren machen? Ich meine, um da irgendwie... Du kannst doch nicht nur mit Metallbarren... Ich muss mal kurz zu meinen Familien gucken. Du willst so eine Brücke bauen, nur mit Metallbarren? Du hast Durst. Bekommst nur... Ach, geh doch weg. Warte. Warst du jetzt ein Trampeltier? Du warst Trampeltier. Da bekommst du das, den ganzen Mist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, Quatsch. Hä? Wieso habe ich... Habe ich die gelootet? Oder war die in einem... Leg das dir mal hier rein, dass ich nicht in die Versuchung komme, das zu essen. Jetzt kannst du mal sowas essen. Ja, und es macht komplett voll. Also habe ich vermutlich tatsächlich 100 Leben. Super, ne? Jetzt habe ich eine Axt. Manchmal kommt so ein Windzug. Ich weiß nicht, ob ihr den hört oder ob das meine Kopfhörer sind. Keine Ahnung. Ich höre immer so einen Windzug, wenn ich hier so durch diese Dinger laufe. Und ich denke immer, oh nein, Erdbeben. Ist voll fies. Waren wir so zwei haben? Oder ist der dritte wieder irgendwo hin? Nichts mehr. Na, wenn wir Platz haben, kann ich diese grünen Dinger schon mitnehmen, aber weiß halt noch nicht, wofür ich sie brauche. Vielleicht für Sprengstoff? Oder zum Heilen. Meint ja jemand, dass man irgendwas zum Heilen oder so vielleicht herstellen könnte? Eventuell das ja. Aber ich habe noch nichts gefunden oder ich habe es übersehen. Total entspannen. Einfach hacken und einsammeln. Ups. Vor allem brauchst du halt auch nur zwei Dinger, ne? So, habe ich jetzt alles?
Konzentriert beim Einsammeln. Kommt schon wieder ein Wind. Hey, wo ist denn die Kanapapflanze gewachsen? Hier ist ja kein Boden. Nur Stein. Irgendwann wird das Inventar voll sein. Wir werden in den grünen Blüten ertrinken. Ich glaube, du konntest Farbe oder so und draus machen, oder? War das diese grüne Blüte oder war das was anderes? Ich weiß gar nicht mehr. Nach die lasse ich jetzt. Wie viel haben wir denn? Ach. Mann. Wenn ich welche noch vergessen habe, habe ich die jetzt einfach nicht gesehen. Kann nicht wissen, ob ich was vergessen habe. Aber hier haben wir doch jetzt alles, oder? Ich habe doch hier jetzt nichts. Nichts Wichtiges übersehen. So. Ja, und die Schüssel, die hatten wir wieder. Nee, du warst derjenige, welche? Man einfach echt so viel von den Dingern rausbekommt. Ist ja. Und was? Aber dann, warte mal, du komm mal mit. Wir können schnell noch hier ein bisschen farmen. Hier war noch was. Hier war noch so ein. Ah, hier ist wieder die Kante. Hier war noch der Stein. Da hinten war die Tür. Da kann man mal hingucken. Wo führt die Tür hin? Das wäre dunkel. Aber was hier für ein Schleier kommt. Was ist das für eine Tür? Ist es so gut, wenn ich jetzt da E drücke? Warte mal kurz. Ich weiß noch nicht, ob ich die aktivieren kann. Mach mal kurz mit. Speichern. Ein Traum, ich sonst nicht. Ich denke, da oben steht jemand, dabei sind es einfach nur die Kakteen. Wie gespeichert. Komm mal nur du mit.
Aber jetzt wird ja schon Nacht. Jetzt kommen ja keine mehr. Bleibt mal hier. Jetzt kommen ja keine Würmer mehr heute, oder? Daher und da geht's. Stell dich mal so her, dass man gleich weglaufen kann. Jetzt bin ich genommen gelaufen. Hauptsache mal um das Tier rumgelaufen. Vielleicht geht's auch gar nichts. Nee. Aber ich weiß nicht, was ich da machen müsste. Nee, da müssen wir bestimmt noch irgendwas finden oder so. Na? Okay. Vielleicht irgendwas in der Pyramide? Maybe? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Da können wir dann tatsächlich in der nächsten Folge rein. Und ich würde auch sagen, ich gehe jetzt mal Richtung heimwärts und... wohl Metallbahn und dann kann ich euch ja vor der... Da liegt jetzt ein Pupu, aber das will ich jetzt nicht. Ich kann euch vor der Pyramide in der nächsten Folge abholen. Weil der Heimweg, der ist ja eigentlich der gleiche wie der Hinweg. Wenn natürlich was kommt, nehme ich euch mit dazu. Würmer oder Sandsturm oder so. Obwohl Sandsturm ist jetzt nicht so tragisch, aber kann ich machen. Aber die Folge wurde schon wieder so lange... Also ich einfach sagen würde, ich schubse euch in die nächste Folge. Da sehen wir uns dann vor der Pyramide. Und dann mal gucken, ob wir da was machen können, was wir da machen können, wohin wir ein bisschen weiterkommen. Uns fehlen noch laut unserer Herstellungsliste schon ein paar Blueprints. Vielleicht bekommen wir die ja da. Mal gucken. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Jetzt haben wir unsere Mission abgeschlossen hier in der Hanfplantage, dass wir eigentlich schon vor wie vielen Folgen? 3, 4 oder so? Keine Ahnung. Gefunden haben. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich brauche Ausdauer. Es wird ein langer Heimweg. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!